Liebe Geschwister, wir wissen ja, dass die Shayatin im Ramadan gefesselt sind. Und unabhängig von den einzelnen detaillierteren Auslegungen, können wir dann also das Übel, was wir jetzt an uns spüren im Ramadan, entweder absolut oder aber eben verstärkt auf uns selber zurückführen. Das Übel, was von uns selbst ausgeht und weswegen wir bei Allah Ta'ala um Schutz und Zuflucht bitten, das spüren wir jetzt in dem Sinne mehr, als dass wir wissen, dass der Shaitan, die Shayatin, ja angekettet sind. Oder die Großen unter ihnen, wie eine Auslegung des besagten Hadithes erläutert. Und deswegen suchen wir, liebe Geschwister, Zuflucht bei Allah. Warum? Weil wir haben Übles in uns, ja, und wir schicken üble Taten voraus. Ich bezeuge, dass derjenige, der von Allah Ta'ala Führung bekommen hat, von niemandem in die Irre zu führen ist. Und ich bezeuge, dass derjenige, der in die Irre geht, aufgrund der Wahl, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat, mit den damit verbundenen Konsequenzen, dass diese Person einzig und allein von Allah Ta'ala geführt werden kann und ansonsten von niemandem anderen. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala verkündet im Koran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Allah Ta'ala verbindet das Bittgebet der Diener mit seiner Nähe, mit Allah Ta'alas Nähe selbst. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich bittet. Deshalb sollen sie auf mich hören. Wir rufen Allah Ta'ala an, aber Allah Ta'ala hat auch einen Ruf an uns, liebe Geschwister, dass wir uns an die segensreichen Gebote halten, womit eben auch der Segen einhergeht. So sollen sie auch auf mich hören und Iman an mich haben, von mir überzeugt sein, damit sie auf dem richtigen Weg sind, damit sie den richtigen Weg einschlagen. Liebe Geschwister, ich glaube, wir stimmen überein, das ist eine Grundaussage aus dem Islam, und sie könnte überall im Koran Erwähnung finden. Das passt überall irgendwie hin, oder nicht? Aber wo ist dieser Vers erwähnt, liebe Geschwister? Er ist in der Passage erwähnt, die den Ramadan thematisiert. Ja, ab dem 183. Vers der zweiten Sure sind 5 Verse, die den Ramadan thematisieren, liebe Geschwister. Und dieser Vers ist mitten in diesen Versen auffindbar. Das ist eine Botschaft, liebe Geschwister. Das Bittgebet ist ein essentieller Teil vom Ramadan. Das darf gesagt werden. Auch unabhängig von der Platzierung der Aya. Unabhängig. Warum? Weil der Prophet selbst sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwa al-ibada. Wahrlich, das Bittgebet ist der Gottesdienst. Das Bittgebet ist der Gottesdienst. Im Sinne von, man überträgt das sinngemäß, ist der Kern, ja, das Wesentliche vom Gottesdienst. Wie viele Bittgebete? Mehr als ein Drittel ist jetzt nun bereits vorüber, liebe Geschwister. Haben wir wichtige Bittgebete an Allah Ta'ala vorgetragen, ja oder nein? Wir haben uns vielleicht mehr um Freiwilliges gekümmert, was natürlich auch segensreich ist und ja, wir aus Liebe Allah Ta'ala gegenüber gerne vollziehen und durchführen, nicht weil es irgendeine Pflicht darstellt. Ja, auch die Pflichten tun wir aus Liebe Allah Ta'ala gegenüber durchführen und weil wir wissen, dass es uns selbst nutzt. Aber vielleicht haben wir das Wesentliche, liebe Geschwister, oder eines der wesentlichen Dinge vom Ramadan und überhaupt von unserem muslimischen Leben vernachlässigt. Unsere Bittgebete. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er rezitierte auch als Beleg quasi, ja, er braucht keinen Beleg, sein Wort ist gleichwertig dem Koran, aber er bezog sein Wort auf einen Koranvers, der in der 40. Sure, und zwar der 60. Vers innerhalb dieser, zu finden ist.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Und euer Herr sprach: Bittet mich, ich will eure Bitten erhören. Diejenigen aber, die zu überheblich sind, um mir zu dienen, die zu überheblich sind, mir zu dienen, werden unterwürfig in die Hölle eintreten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir dem Bittgebet, liebe Geschwister, etwas näher kommen, dass wir die restlichen, circa verbleibenden 2/3 gut nutzen, wollen wir einiges zum Thema Bittgebet thematisieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird authentisch überliefert bei Imam Muslim: Wenn er um etwas bat, pflegte er, es 3-mal zu wiederholen. Und liebe Geschwister, er sagte, dass das Bittgebet bei Allah Ta'ala erhört ist, solange niemand in dem Sinne aufgibt und sagt: Ach, ich habe Allah Ta'ala gebeten, aber er hat mein Bittgebet nicht erhört. Solange ist das Bittgebet, liebe Geschwister, angenommen. Wenn wir diese Worte hören, wissen wir, dass sie wahr sind. Aber vielleicht verstehen wir sie nicht richtig, denn wir fragen uns: Aber wie kann das sein, dass mein Bittgebet erhört wurde, weil ich sehe gerade nicht die Erfüllung? Ja, der eine, wir alle haben unsere Bittgebete, aber vielleicht sehen wir gerade nicht die Erfüllung, stimmt's? Das heißt, wir bitten Allah Ta'ala darum, dass wir diesen Hadith verstehen. Und die Hadithe, liebe Geschwister, die wir nicht verstehen, verstehen wir über andere Hadithe. Die Koranverse, die wir nicht verstehen, verstehen wir über andere Koranverse. Der Prophet, ich fasse das jetzt zusammen, alles aufbauen von authentischen Überlieferungen, weil die Regel ist, dass alles, was ich hier vortrage, authentisch ist, so meine Recherchen stimmen. Und die Ausnahme, ja, ist, und die würde ich dann auch als solche bekannt geben, dass ich vielleicht eine schwache Überlieferung verwende, die allerdings von den Gelehrten auch verwendet wurde, um etwas bereits Etabliertes im Islam nochmal zu stärken, in Anführungsstrichen, oder durch einen schwachen Hadith nochmal neu vielleicht zu erläutern. Ja, aber in der Regel ist alles authentisch. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden seien mit ihm, dass das Bittgebet erhört ist. Und Allah Ta'ala, er nennt sich auch im Koran Al-Mujib. Derjenige, der die Bittgebete beantwortet, erhört in diesem Sinne. Aber wie kann das dann sein, wenn wir in unser Leben schauen und wir sehen das Bittgebet eben nicht erfüllt, realisiert? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass das Bittgebet erhört wird auf mehrere Arten, mehrere Formen. Die eine Form ist, liebe Geschwister, dass man um etwas bittet und man bekommt es wortwörtlich erfüllt. So wie man darum gebeten hat, bekommt man es erfüllt. Das ist das, was wir als Erfüllung des Bittgebets normalerweise verstehen. Aber er ging noch weiter. Er sagte, oder dass man Schaden abgewendet bekommt. Man bekommt einen Schaden abgewendet. Auch kann es sein, dass Allah Ta'ala das Bittgebet anders erfüllt. Ja, man bekommt eine Gabe, aber eben nicht in der Form, in der man gebeten hat, um die man gebeten hat, sondern eben etwas anderes. Oder man bekommt einen Schaden abgewendet. Und für die besonderen Diener, liebe Geschwister, ich glaube, ich gehöre nicht dazu, was sind die wirklich besonderen? Ja? Aber aus meiner Hoffnung Allah Ta'ala gegenüber werde ich vielleicht doch dazugehören. Ja, das sind so die Einstellungen, die man haben sollte. Man gehört wahrscheinlich nicht dazu, aber weil Allah so barmherzig ist, gehört man vielleicht doch dazu. Bekommt ein Diener, der um etwas bittet, weder das, worum er gebeten hat, noch einen Ersatz, noch eine Schadensabwendung, aber dafür im Jenseits fragt ihn Allah Ta'ala: Hast du mich damals um dieses und um jenes gebeten? Und der Diener sagt: Ja, habe ich. Und habe ich es dir erfüllt? Nein, oh mein Herr. Und Allah Ta'ala spricht sinngemäß: Schau, was ich jetzt für dich zurückgehalten habe. Und er sieht eine besondere Gabe im Jenseits. Und dies macht Allah Ta'ala mit jedem der Bittgebete, die man hatte, für die man keine Erfüllung hatte, im Diesseits. Weder so noch so. Und der Diener sagt schon relativ am Anfang: O Allah, hättest du mir doch nichts gegeben, keinerlei Erfüllung im Diesseits, also in der Vergangenheit, dann aus der Perspektive gesprochen, damit ich jetzt alles von dir bekomme. Aufgrund dessen, was dieser Diener sieht, ja,
Aber liebe Geschwister, wir sind ja schwach erschaffen und wir leben auch in einer schwächeren Generation im Vergleich. Deswegen wird Allah Ta'ala uns auch sehr viel im Diesseits erfüllen, ja? Dass wir nicht schwach werden im Glauben. Das heißt, so oder so, liebe Geschwister, und als die Sahabis dies vernommen haben, haben sie gesagt, oh Gesandter Allahs, dann werden wir um vieles bitten. Ja? Und der Prophet bestätigte dies, ja, tut dies. Haben wir, liebe Geschwister, bewusst, weil wenn man einfach mal so ein Bittgebet spricht, liebe Geschwister, dann bekommt man das Bittgebet nicht erfüllt. Es muss mit einem bewussten Herzen gesprochen werden. Und das Bittgebet wurde in Hadithen, liebe Geschwister, die Waffe des Gläubigen genannt. Die Waffe des Gläubigen. Ibn al-Qayyim, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er beschrieb vielleicht das, was wir im Herzen oft wahrnehmen, die Realität, dass man manchmal seine Bittgebete nicht als erfüllt ansieht. Und er sagte, das Bittgebet ist wahrlich eine Waffe. Aber die Waffen sind nur so stark wie die Hand, die sie führen. Das heißt, unser Herz trägt das Bittgebet. Aber wenn unser Herz nicht bewusst, nicht konzentriert und nicht mit dem Bewusstsein, dass Allah Ta'ala allmächtig und allbarmherzig ist, das Bittgebet an Allah Ta'ala richtet, dann liegt die Schwäche der Erfüllung oder der Mangel an Erfüllung des Bittgebetes an uns, liebe Geschwister, und nicht an Allah Ta'ala. Weil Allah Ta'ala ergab sich den Namen im Koran Al-Mujib. Derjenige, der antwortet, derjenige, der erhört. Wir sehen also schon, liebe Geschwister, die Weisheit von Allah Ta'ala. Sufyan al-Thawri, er sagte, wenn man etwas von Allah Ta'ala nicht erfüllt bekommt, im wortwörtlichen Sinne, dann ist das die Erfüllung von Allah. Denn Allah Ta'ala hält nicht aus Geiz zurück, sondern aus Barmherzigkeit gegenüber seinem Diener. Und er gibt ihm etwas anderes, anstelle dessen, was ihm zum Wohle gereicht, was ihm Nutzen einbringt, liebe Geschwister. Allah hält niemals aus, subhanallah, ja, wie kann man so etwas sagen, ja, würde niemals aus Geiz zurückhalten. Das ist nicht eine seiner Eigenschaften, liebe Geschwister, sondern aus für unseren Nutzen und aus seiner Barmherzigkeit heraus. Und Allah Ta'ala, er sagt im Koran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht ist euch etwas zuwider, was gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr etwas, was Schlechtes für euch bedeutet. Und Allah weiß, aber ihr wisst nicht. Deswegen vertrauen wir. Wir richten unsere Bittgebete zahlreich, aber auch schwerwiegend, also mit Konzentration an Allah Ta'ala und vertrauen, dass auf eine der vier Arten das Bittgebet eine Erfüllung bekommt. Wortwörtlich oder ein Ersatz oder eine Schadensabwendung, auch eine Form des Ersatzes. Ja? Oder aber, dass man das im Jenseits bekommt von Allah Ta'ala. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und da sehen wir eine weitere Verknüpfung mit dem Ramadan, dass nichts das Schicksal zu ändern vermag, außer das Bittgebet. Wir wollen jetzt aber nicht über das Schicksal, ja, und irgendwelche aufbauenden Fragen sprechen. Ja? Das ist ein schwieriges Thema. Halten wir uns einfach fest, wir sollen das Beste aus dem machen, was wir vorgegeben bekommen haben. Ja, so sollte man das Schicksal als Grundbotschaft verstehen, liebe Geschwister. Aber das Bittgebet, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es vermag das Schicksal zu ändern und ansonsten nichts anderes. Wie? Der Prophet beschrieb, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, dass das prüfende Schicksal, also das, was wir nicht mögen, ja, was erstmal unangenehm bedeutet, es will auf uns herabsenden. Aber von unten kommt etwas und blockiert. Und wendet vielleicht ganz und gar ab. Oder aber schwächt. Ja, das, was herabkommt. Was kommt hoch, liebe Geschwister? Es sind unsere Bittgebete. Ibn al-Qayyim, er beschrieb drei mögliche Ergebnisse. Ja, drei mögliche Ergebnisse. Entweder, weil das Bittgebet siegt, vermag das Schicksal nicht herabzukommen. Das Bittgebet hat gesiegt. Oder aber, das Bittgebet verliert. Aber was es vermag, den Schlag von oben quasi,
zu mildern. Ja, anstatt dass man sich das Bein bricht, kriegt man vielleicht um und hat 3-4 Tage ein bisschen ziehen im Gelenk. Ja, also es wurde abgemildert, das Schicksal. Oder aber es gibt ein Unentschieden und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dieses kann bis zum Tag des Gerichts andauern. Was auch gut ist, ja, weil das Schicksal dann, das prüfende, das ja, herausfordernde Schicksal in dem Sinne, dann nicht herabzukommen vermag, weil es blockiert wird. Und was denken wir dann? Wenn wir dieses Bild im Kopf haben, wir denken, oh, immer weiter unterstützen. Ja? Das Bittgebet hoch, 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 hoch und nochmal neu und nochmal neu, immer Verstärkung, immer Reserven nachkommen lassen. Und liebe Geschwister, manchmal ist es so, dass wir etwas als übel wahrnehmen, weil es uns schmerzt, weil es uns Trauer oder Wut zufügt. Und wir verbinden das nicht mit etwas Positivem. Aber subhanallah, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Angelegenheit des Mu'min immer gut für ihn ist. Wenn ihn etwas prüft, dann ist er geduldig und es ist gut für ihn. Und wenn er etwas genießt, dann ist er dafür dankbar und das ist auch gut für ihn. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er beschreibt die Not, die Drangsal, die harte Prüfung im Koran als einen Sinn und Zweck erfüllend. Allah Ta'ala sagt in der 6. Sure ab dem 42. Vers, oder der 42. Vers, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Und wir haben ja schon dir und wir haben ja schon zu Gemeinschaften vor dir Gesandte entsandt und über sie Not und Leid kommen lassen. Das ist etwas, was auch die vorherigen Gemeinden mitmachen mussten. Warum? Auf dass sie unterwürfig flehen mögen. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Uns geht's gut, sehr gut, und wir vergessen langsam Allah Ta'ala. Die Gaben, für die wir einst dankbar waren, sie werden selbstverständlich und man spürt sie gar nicht richtig. Aber dann bekommt man etwas weggenommen oder die Drohung, dass es vielleicht für immer weggehen muss. Dass es nicht mehr so wird, wie es damals mal war. Und dann bemüht man sich wieder und erhält es aufrecht. Allah Ta'ala will, wenn wir geprüft werden, dass wir ihn anflehen, liebe Geschwister. Das ist der Sinn von diesem prüfenden Schicksal, von den Heimsuchungen. Liebe Geschwister, ein Bittgebet, was mich sehr beeindruckt hat im Koran. Und ich würde meinen, dass die Mehrheit aller Freitagsredner weltweit dieses Bittgebet, ja, vor dem Freitagsgebet spricht. Die Mehrheit. Das Bittgebet von Musa, alaihi salam, in der 20. Sure. Und das möchte ich mit euch teilen, weil mich mehrere Punkte beeindruckten. Allah Ta'ala sagt in der 20. Sure ab dem 24. Vers, beschreibend die Situation, dass Musa, alaihi salam, nun zum Pharao entsandt wird. Eine riesige Aufgabe, ja, eine gewaltige Aufgabe. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Geh zum Pharao, denn er hat wahrlich das Maß überschritten. Was sagte dann Musa in diesem Moment? Welches Bittgebet trug er vor? قال رب اشرح لي صدري. Er sagte, o mein Herr, weite mir meine Brust. Weite mir meine Brust. وَيَسِرْلِي أَمْرِي. Und erleichtere mir meine Angelegenheit. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Und löse den Knoten meiner Zunge, löse den Knoten meiner Zunge, auf dass sie meine Rede verstehen. Jetzt muss ich wieder weiter ablesen, weil nur bis dahin habe ich das Bittgebet auswendig gelernt. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Und schenke mir einen Unterstützer aus meiner Familie. Haruna achi, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri, kay nusabbihaka kathira, wa nadhkuraka kathira.
innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Und schenke mir einen Unterstützer aus meiner Familie, Harun, meinen Bruder. Wohl das fünfte könnte man ja auch noch mitbitten, als nicht Musa. Ja? Nämlich schenke mir einen Unterstützer aus meiner Familie. Das wäre in dem Sinne auch allgemein. Harun, mein Bruder, nur für diejenigen, deren Bruder dann auch Harun heißen würde. Ja? Aber gut. Was sagte Musa alaihi salam? Stärke mit ihm meinen Rücken oder stärke mich durch ihn und lass ihn an meiner Aufgabe teilhaben, auf dass wir dich viel preisen mögen und deiner viel gedenken mögen. Du bist wahrlich, du siehst uns wahrlich. Und Allah Ta'ala, er sprach, O Musa, dir wurde dein Anliegen gewährt. Das war sein erfülltes Mitgebet im Koran. Was hat mich beeindruckt, liebe Geschwister? Zuerst einmal, Rabbish Rohli Sodri. Mein Herr, weite mir meine Brust. Man könnte auch sagen, Ish Roh Sodri. Es wäre inhaltlich dasselbe. Aber warum sagt er, Musa alaihi salam, mein Herr, weite mir meine Brust, weite mir meine Brust? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn man Allah Ta'ala um etwas bittet, soll man zuerst Allah Ta'ala preisen. Und allein einen Namen von Allah Ta'ala auszusprechen, liebe Geschwister, ist bereits ein Preis. Weil nur Allah Ta'ala ist, ja, Ar-Rabb, Rabbi, im absoluten Maße. Und Li, für mich, da ist nochmal die Bedürftigkeit drin. Musa alaihi salam, er wollte auch seine eigene Bedürftigkeit spüren. Zuvor, er war ein starker Mann, er hat edel gelebt. Er wollte auch seine Bedürftigkeit sprachlich ausdrücken, Allah Ta'ala gegenüber. Gehen wir zum ersten Vers zurück. Wir sehen einen Befehl von Allah, stimmt's? Geh zu Pharao, denn er ist wahrlich maßlos geworden. Ist ein Befehl von wem? Von Allah. Der Befehl auf Arabisch heißt Al-Amr. Al-Amr. Und Musa alaihi salam, nachdem er sagt, oh Allah, weite mir meine Brust, und das ist ein Bild, was jeder Mensch verstehen kann. Ja, wenn wir so dastehen, ja, wie ihr sehen könnt, wir fühlen uns nicht einer Aufgabe bereit, für eine Aufgabe bereit, einer Aufgabe gewachsen, egal welche Aufgabe. Aber macht das zu Hause. Streckt euch, reckt euch, weitet eure Brust, ja. Und ihr spürt eine psychische Bereitschaft, eine geistige Bereitschaft. Es gibt nicht nur das psychosomatische, dass der Geist, die Seele, wenn sie sich nicht gut fühlt, sich negativ auf den Körper auswirkt, sondern auch umgekehrt. Sondern, liebe Geschwister, auch umgekehrt. Ich kann es leider nicht in medizinischen Ausdrücken wiedergeben. Das hat mich Dr. Mohammed Adam gelehrt. Der sagte, dass auch wenn der Körper sich schlecht fühlt, das natürlich sich schlecht auf den Geist auswirkt. Ja? Und danach sagt er was? Erleichtere mir deinen Befehl, O Allah. Wa yassir li amrak. Hat er das gesagt? Er sagte, wa yassir li amri. O Allah, erleichtere mir meine Angelegenheit. Und das hat mich beeindruckt, das hat mich umgehauen. Ist es nicht so, liebe Geschwister, wir sehen, ja, wir werden vielleicht Muslime oder wir nehmen unsere Religion ernster und auf einmal sehen wir, oh, das ist Haram. Ja? Oh, und das ist jetzt eine Pflicht. Und was sagen wir innerlich irgendwo? Wir sagen, oh Allah, bitte erleichtere mir deinen Befehl. Bitte erleichtere mir deinen Befehl. Aber schaut euch Musa an, subhanallah. Das hat mich umgehauen. Erleichtere mir meine Angelegenheit. Wa yassir li amri. Und so sollten wir die Religion angehen, liebe Geschwister. Die Befehle von Allah Ta'ala, die gut für uns sind, die uns nutzen, die uns glücklich machen. Und zwar in beiden Welten, liebe Geschwister. In beiden Welten. Der Muslim lebt das glücklichste Leben auf Erden. Kann von niemandem übertroffen werden, liebe Geschwister. Der Prophet Mohammed Sassam, er war bekannt dafür, dass niemand mehr lächelte als er, obwohl er die härteste aller Aufgaben bekommen hat, nämlich der letzte Gesandte Allah Ta'alas zu sein. Wir nehmen, wenn wir die Gebote so annehmen, als unsere Angelegenheit, dann werden wir auch erfolgreich sein. Das kennen wir doch, oder? Wir kriegen irgendeine Aufgabe, hier, wirf diesen Brief ein oder mach dieses oder jenes für mich.
Alles klar, machen wir. Ja, und das ist ganz wichtig. Ja, 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 ja. Und dann am Ende, wir vergessen es oder wir erfüllen die Aufgabe nicht richtig. Aber wenn es auf einmal unsere Angelegenheit wurde oder wenn es unsere Sache ist, dann sind wir fleißig. Dann sind wir 15 Minuten vorher pünktlich da und wir schicken vielleicht 2 Briefe los. Der eine könnte ja verloren gehen oder wir versichern den Brief und mit Einschreiben, per Rückschreiben, blablabla. Ha? Warum? Weil es unsere Angelegenheit wurde. Und so sollten wir auch, liebe Geschwister, alles in der Religion annehmen. Als meine Angelegenheit, mein Ramadan, mein Gebet. Meine Sache, auf dem geraden Weg zu bleiben und von Verboten fernzubleiben und Gebote mit Liebe und Hingabe umzusetzen. Und dann, wenn ihr eine Aufgabe, ihr wollt einen Menschen erreichen. Musa alaihi salam, obwohl er wusste, er ist einer der bedeutenden Gesandten Allah Ta'alas, er hat sich nicht nur auf die Offenbarung verlassen. Ja, Allah wird mir jetzt Offenbarung geben und irgendwie wird das schon gut gehen. Er sagte, löse den Knoten in meiner Zunge. Ja, die Koran-Kommentatoren erwähnen, dass Musa alaihi salam ein bleibendes Leiden an der Zunge hatte und unabhängig davon, liebe Geschwister, die Botschaft ist weiter als das. Wir sollen, liebe Geschwister, selbst wenn wir im Recht sind, selbst wenn wir Gutes überbringen, uns Mühe geben, wie wir das tun, dass wir das auf beste Art und Weise, auf erfolgsversprechende Weise tun, liebe Geschwister. Und das gilt selbst für einen Gesandten, wie wir sehen. لِيَفْقَهُ قَوْلِي, auf dass sie meine Rede verstehen mögen. Das geht an Zuhörer, liebe Geschwister. Wir alle sind Zuhörer. Wir alle sind angesprochen. Manchmal kann es die beste Rede sein. Von A bis Z alles mit dabei. Aber das Herz ist nicht berührt. Oder man ist irgendwie nicht überzeugt. Woran liegt das? Es liegt am Zuhörer. Wir alle sollen immer selbstkritisch uns fragen. Warum nehme ich nicht so viel mit aus der Rede wie vielleicht jemand anderes? Und wie gesagt, nicht nur Freitagsreden oder islamische Vorträge. Es kann Mama sein oder Papa sein, der oder die etwas sagt, ja, die wir meistens ja unterschätzen. Deswegen werden wir auch im Koran daran erinnert, als Kinder gütig gegenüber unseren Eltern zu sein und Respekt erweisend. Warum, liebe Geschwister, nehmen manche Menschen aus einem Buch mehr mit als andere? Aus einer Rede mehr mit als andere? Es gibt also etwas, liebe Geschwister, das ist in uns selbst drin. Ja? Um so mit einem größeren Herzen wie zuhören, mit einem aufmerksamen Verstand, auch mit einer selbstkritischen Herangehensweise im Sinne von, was kann ich jetzt mitnehmen, umso erfolgreicher, liebe Geschwister, werden wir etwas mitnehmen. Man sagt, ich weiß nicht mehr in welcher Sprache, dass derjenige, der spricht, er seht. Er gibt etwas. Aber derjenige, der zuhört, und wir haben 2 Ohren und eine Zunge, was auch vieles sagt, der erntet. Der erntet. Und wir entscheiden, wie viel wir ernten, liebe Geschwister. Unterstützung in der Familie. Wenn wir ehrlich sind, wir leben in einer Zeit der Ego-Shooter. Ja, nicht nur im Fußball. Wir wollen immer alles alleine machen. Allah Ta'ala hält hier fest, liebe Geschwister, dass die Baraka in der Gemeinde ist. Auf der Zunge von Musa alaihi salam, der darum gebeten hat, Unterstützung zu bekommen. Durch seinen Bruder Harun. Und umso mehr wir sind, liebe Geschwister, und umso enger wir miteinander sind, umso erfolgreicher sind wir. Aber es gibt keine One-Man-Shows, liebe Geschwister. Keiner kann seine Sache irgendwie alleine durchziehen. Wir müssen immer ein Netz aus Helfenden für uns aufbauen. Dann werden wir im Leben richtig erfolgreich. Kay nusabbihaka kathira. Auf das wir dich oft preisen mögen. Das ist auch sehr tief. Wa nadhkuraka kathira. Tasbih, dass man sagt, Subhanallah. Ja, Allah Ta'ala ist frei von allen Fehlern. Wird im Koran und in der Sunna und auf unseren Zungen in der Regel in dem Zusammenhang erwähnt, dass etwas Besonderes passiert ist. Etwas Außergewöhnliches. Ja, der Prophet Muhammad, er wurde von Mekka nach Jerusalem und von dort in die 7 Himmel gebracht und dann wieder zurück. Ja, und die 17. Sure, sie fängt mit Subhanallah an. Ja, Subhanalladhi. Oder wenn man in die Natur hineinschaut, sagt man Subhanak. Irgendetwas Besonderes passiert, wir sagen Subhanallah. Und Musa alaihi salam, er sagt nicht, Likay nadhkuraka kathira. Stopp.
auf das wir deiner häufig gedenken, weil das Subhanallah sagen und fühlen, ist auch ein Gefühl zuallererst, bevor es ein Wort ist, ist Teil des Gedenkens. Aber Musa alaihissalam, er sagt, von Anfang an, auf das wir dich häufig preisen mögen. Und das Preisen hat womit zu tun? Womit hat das Preisen zu tun? Mit dem Erleben von besonderen Dingen. Und wenn wir auf die Geschichte von Musa schauen, Subhanallah, wie besonders ist diese Geschichte? 9 besondere Zeichen, als die Kinder Israels im Lande vom Pharao waren. Besondere Zeichen, besondere Ereignisse und 5 danach. 14 riesige Zeichen, liebe Geschwister, die Musa a.s. miterlebte. Ja, eines davon, wie gesagt, dass sie gesehen haben, wie das Meer sich teilte und auf beiden Seiten so hoch wie ein Berg war. Ich finde, das ist ein sehr kluges Bittgebet. Ja? Weil dadurch, wenn es erfüllt ist und wir wissen, dass es erfüllt ist, dadurch wissen wir, dass wir Besonderes von Allah Ta'ala erleben werden. Dadurch wissen wir, dass wir Besonderes von Allah Ta'ala erleben werden. Für diejenigen, die es nachlesen wollen und auswendig lernen wollen und sei es in ihrer Muttersprache, das ist in der 20. Sure ab dem 24. Vers. Eine weitere Begebenheit, liebe Geschwister, Ibrahim a.s. Wir wissen, er hat die Aufgabe bekommen, seine Familie in der Wüste auszusetzen. In der Wüste auszusetzen. Frau und Kind in der Wüste auszusetzen. Ohne dass dort eine Siedlung ist oder ohne dass dort etwas ohne dass dort ein Brunnen ist oder ein Baum oder ein Busch. Einfach nur in der Wüste. Und er ging, er ließ seine Familie auf den Befehl von Allah Ta'ala hin, weil er wusste, es wird gut. Und dann sprach er ein Bittgebet. Welches Bittgebet würden wir sprechen in einer solchen Lage? Worum würden wir bitten für unsere Frau, für unser Kind? Sie haben im Koran festgehalten, diese Begebenheit, wie ihr sicherlich schon ahnt. رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ O mein Herr, auf dass sie das Gebet verrichten mögen und auf dass die Herzen der Menschen, die später kommen werden, noch sind sie ja gar nicht da, auf dass die Herzen der Menschen ihnen gegenüber zugeneigt sein werden und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dir dankbar sein mögen. Nicht, dass sie in dem Sinne überleben, sondern für den Dank. Die meisten von uns, und das ist menschlich natürlich, mir ging das genauso in der Situation, als ich mich in diese Situation hineinbegeben habe, wir hätten um gebeten, Essen und Trinken und Schatten und dann vielleicht Schutz in irgendeiner Form vor den wilden Tieren. Aber das ist nun ja, liebe Geschwister. Zuallererst, liebe Geschwister, kommt Allah Ta'ala. Zuallererst bitten wir um das Gebet, um das Spirituelle. Und danach ist das Wichtigere nicht die materielle Versorgung, liebe Geschwister, sondern danach braucht der Mensch Beziehungen. Gerade vor wenigen Tagen, ich glaube am Mittwoch war das gewesen, hat mir jemand erzählt, dass er damals eine psychisch kranke Person betreut hat, die psychisch krank wurde aufgrund von Einsamkeit. Eine längere Geschichte, ich muss das alles ein bisschen abkürzen. Wir Menschen brauchen einander. Nochmal so ein, ja, wir sind keine One-Man-Show. Wir brauchen immer einander. Da ist wieder die Uhr. Ja, die Uhr, die ist mehr oder weniger gegen uns. Wir spüren das, oder? Ja? Deswegen müssen wir die Zeit gut nutzen, liebe Geschwister. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, die Bittgebete sollen auch mit Arbeit einhergehen. Am besten ist das Bittgebet, nachdem man eine Arbeit auch erledigt hat, liebe Geschwister. Musa alaihi salam, als er durch die Wüste wandern musste, fliehend vor dem Pharao,
und nichts hatte. Und umgekehrt, allen Dingen, also Allah Ta'ala bezüglich aller Dinge bedürftig war. Er war gegenüber Allah Ta'ala bezüglich aller Dinge bedürftig. Ja, neue Kleidung und Sicherheit und Familie und Arbeit und alles. Überhaupt zu wissen, wo er gerade ist. Und die Situation, die wir schon mal besprochen haben, er sah, dass zwei Menschen seine Hilfe brauchen. Er hätte nichts gehabt. Er hätte sie vielleicht erpressen können in dem Sinne. Noch nicht mal erpressen, einfach nur, ich mache dir ein Angebot, ich helfe euch und dafür gebt ihr mir etwas. Aber nein, er half, ohne Worte zu verlieren. Und danach sagte er, O Allah, was es auch sein mag, ich bin gerade bedürftig. Das heißt, wir, die Muslime, wir sind ein aktives Volk, liebe Geschwister. Wir haben Energie, wir sind aktiv. Ja, wir bitten nicht einfach und warten dann, dass irgendetwas kommt. Nein, wir sind aktiv und dann bitten wir und dann wissen wir, dass etwas kommt. Das ist der große Unterschied, liebe Geschwister. Ich möchte mit einer hoffnungsvollen Botschaft abschließen. Leider gut ein Viertel, etwas mehr. Werde ich wieder nicht thematisieren können. Wo war es gewesen? Das Gefühl, was der Scheitan uns gerne mitgibt. Wie kann Allah Ta'ala deine Bittgebete erhören? Du bist doch der letzte Dreck. Aber ich bin dein Freund. Komm, wir gehen in die Spielhalle. Komm, wir gehen in, machen dies und jenes. Ja, komm, wir vergessen mal alles, was dir ein schlechtes Gewissen macht. Wir genießen und, ja. Das kennen wir, dieses Gefühl, mehr oder weniger in der Vergangenheit liegend oder vielleicht sogar jetzt, vielleicht leiden wir gerade an diesem Gefühl. Das ist falsch. Das ist absolut falsch. Sufyan ibn Uyayna, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er verstand den Koran sehr tiefgründig und er sagte, niemand sollte verzweifelt sein wegen seiner sündhaften Lage, sinngemäß. Niemand sollte verzweifeln. Alle mögen ihre Bittgebete an Allah Ta'ala richten. Was war sein Beleg, liebe Geschwister? Der Scheitan war sein Beleg. Er rezitierte aus dem Koran, als Allah Ta'ala bereits quasi geschrieben hat, bestimmt hat, wa inna alayka la'anata ila yawmiddin. Wahrlich, auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Vorbei. Ja? Der Scheitan hat seine Chance gehabt, liebe Geschwister. Er hat sie gehabt. Adam hat einen Fehler gemacht, alaihissalam, er bereute, Allah hat ihm vergeben. Der Scheitan hat einen Fehler gemacht, Allah hat ihm die Chance gegeben zu bereuen, er wollte nicht bereuen. Aber schaut euch den Scheitan jetzt gerade mal an, ja, und wir werden wissen, dass wir Bittgebete sprechen werden. Ja, weil was machte er? قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Er sprach ein Bittgebet. Nicht um Vergebung, ja, oder dergleichen. Er sagte, oh mein Herr, bitte gib mir ja, die Chance, gib mir Aufschub, bis die Menschen wieder erweckt werden. Ja, weil er wollte die Menschen ja noch weiter, also er will die Menschen in die Hölle hineinziehen. Er sprach ein Bittgebet. Normalerweise, wenn wir hören würden, auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts, dann wartet man, bis man stirbt. Man, alles, was will man machen? Aber der Shaitan erkennt ja Allah. Aber er war überheblich. Er sprach ein Bittgebet. Wenn er das darf und wenn er sein Bittgebet erfüllt bekommt, liebe Geschwister, wer sind wir erst? Und wir haben Reue in unserem Herzen. Jeder Muslim hat ein Körnchen Reue in seinem Herzen. Er muss es nur, ja, mit Wasser begießen und sich in die Gesellschaft derjenigen begeben, die diese Reue auch verwirklichen wollen, ja, die auf den richtigen Pfad kommen wollen. Wir müssen alle unsere Bittgebete Allah Ta'ala gegenüber richten, liebe Geschwister.